Und damit wieder hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Mafia 2 mit mir, dem Stölle. Und ich erwische es jedes Mal, die dramatische Musik zum Anfang. Ja, was gibt's Neues? Erstmal Kapitel 10. Zimmerservice. Villa Scaletta, 15. Juni 1951. Wir haben das Gröbste überstanden, wurden in die Familie aufgenommen und haben jetzt unsere eigene kleine Wohnung. Bevor wir da irgendwie rangehen, können wir mal gucken hier. So, hier mit schicker Einbauküche. So, haben wir auch ein Radio irgendwo? Stimmt. Da steht doch eins. Fenster öffnen können wir. So. Ich habe ja ein bisschen verpasst in letzter Zeit immer die Pornos einzusammeln. Also, was heißt die Pornos? Die Schmuddelheftchen. Oder die vielleicht hier in seiner... Was hat er denn hier für Bilder zu stehen da? Schönen Blick draußen auf die Straße. Ne? Hallo, komm. Da war doch was. Ich habe es genau gesehen. Ach. Tür öffnen. Was haben wir hier? Ein kleines Bad. Oh, sind diese Waschbecken hässlich. Hat er aufgelegt? Hallo? Geht das Fenster nicht zu öffnen? Ja, im ganzen Haus leider keine Schmuddelheftchen. Ich hätte euch gerne welche gezeigt. Gästezimmer. Oh, was ist das denn? The Bay Best. Base Best. Nochmal, jetzt muss ich aber gucken hier. The Base Best Beer. Dun, dun, dun. Ab ans Telefon. Hallo? Hey Vito, ich bin's Eddie. Hey Eddie, wie geht's? Komm sofort in Joes Wohnung. Okay, gut. Was ist los? Kann ich dir nicht am Telefon sagen. Gut. Bin gleich da. Oh. Wollte eigentlich den Schrank hier. Toll, jetzt kann man auch gar nicht mehr so richtig sehen. Freizeitanzug, Hemd und Hose. Was haben wir da? Ja, Farben sehen ohne Licht echt toll aus. Ich nehme einfach mal das. Das hat. Ist das orange? Ja. Orange trägt. When you're smiling. Was mich letzte Mal schon aufgeregt hat. Das Radio ist ja viel zu leise. Und wenn wir keinen Bock drauf haben, dann machen wir es halt aus. Wir fortsetzen. Will ein bisschen Unterhaltung auch für mich hier haben, ja? So, ich probiere wieder gut Auto zu fahren. Aber ich glaube, ich habe mich immer beim Fahren ziemlich an dieses Auto hier gewöhnt, weil es fährt sich so geil. Ja, und dann am Ende fahre ich doch irgendwo wieder gegen. Was gibt's denn noch so für Sender? Das liegt aber auch einfach mal geil in der Straße. So. Was gibt's denn noch? Oh, Radio aus, was? Oh,
heute läuft ja echt nur Scheiße. Irgendwie. Also habe ich echt keinen Bock auf Radio, das ist ja... Was ist das? Ja, jetzt langsam kommt mal ein erkennbarer Beat raus. Joe wohnt ja hier gleich um die Ecke. Bus überholt, überstanden. Bullerei voraus. Ja, ich wollte gerade weiterfahren, aber Leute, ganz ehrlich, wenn jemand dieses Auto hier irgendwie beschädigt, ja, der hat einfach nur den Tod verdient. Da, Polizei versteht's auch. Weißt du, da will ich, bin ich willig, das Auto heil durchzubekommen und dann so eine Scheiße, ja, das einfach mal so ein Mongo von bescheuerten Taxifahrer einfach mal nicht klarkommt auf sein Leben. Mal diese bescheuerten NPCs, die keine Ahnung vom Leben haben. So, jetzt. Und ich mit dem Baseballschläger, die haben sich fast was in die Hose geschissen. Jungs. Hey Vito, guten Morgen. Marty, was machst du denn hier? Joe meint, ihr braucht Hilfe. Und weil ich es den Iren voll gezeigt habe, will er mich mitnehmen. Er will dich mitnehmen? Wohin soll's denn gehen? Die warten schon auf dich. Also, wir reden später drüber. Mein Kumpel Vito. Morgen, Mr. Falcone. Hallo, Vito. Nimm Platz. Jungs. Also, was gibt's? Du hast uns Luca vom Hals geschafft. Gut gemacht. Dank dir wissen wir, dass Clemente hinter dem Angriff auf unsere Jungs steckt. Bisher konnten wir nie gegen ihn vorgehen. Aber jetzt ist er fällig. Er hat Leute von uns gefoltert und das bedeutet Krieg. Alles, was wir jetzt unternehmen, kann ich vor der Kommission rechtfertigen. Alberto weiß das. Er wird deshalb versuchen, uns zuerst anzugreifen. Das heißt, dass wir uns um Clemente kümmern? Ganz genau. Zufällig hat er für heute ein großes Treffen im Hotel Empire Arms anberaumt. Das ist die Chance, ihn und seine besten Männer endgültig loszuwerden. Na klar, wir marschieren da einfach rein und legen am helllichten Tag im nobelsten Hotel der Stadt ein paar Dutzend schwer bewaffnete Typen um. Keine Sorge, ich hab einen Plan. Scheiße, Joe, nimm sofort dieses Ding weg. Ganz ruhig, Eddie, sie kann nicht hochgehen. Erst wenn ich hier drauf drücke... Lass das um Himmels Willen, nimm das weg. Ist ja schon gut, ist ja schon gut. Mach dir nicht gleich in die Hose. Hey, Leute. Wir marschieren da rein und jagen gleich den ganzen Schuppen in die Luft. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Keine Panik. So viel Wumms hat das Baby nicht. Da geht nicht gleich die komplette Hütte drauf. Aber jeder, der sich in dem Zimmer aufhält, wird zu Konfetti. Wie wissen wir, wann das Ding hochgehen muss? Wir stehen auf einer Fensterputzerplattform und sehen uns ganz gemütlich die Explosion an. Na, das kann ja heiter werden. Okay, Jungs. Ich zähle auf euch. Wenn alles glatt läuft, gibt's eine hübsche Prämie. Ruf da an, wenn alles vorbei ist. Oh, übrigens, die Bar bleibt heute geschlossen, falls Clemente was plant. Tja, viel Glück, Jungs. Was ist mit dem Kleinen da draußen? Du meinst Marty? Er gehört nicht zur Organisation, deshalb muss er vor der Tür warten. Ich meine, was hat er hier zu suchen? Du stellst Fragen. Marty kommt mit uns, weil wir einen brauchen, der uns fährt und der uns den Rücken frei hält. Was hast du gegen ihn? Er ist ein anständiger Kerl, ich kenne ihn ewig. Außerdem hat er mir den Arsch gerettet. Aber diesmal haben wir es nicht mit besoffenen Iren zu tun, sondern mit der mächtigsten Familie der Stadt und du schleppst diesen Grünschnabel an. Wie alt warst du, als du mit der Scheiße angefangen hast? Du redest wie ein kompletter Spießer. Hör zu, er wartet im Wagen und gibt auf Befehl Gas, das ist alles. Er weiß nicht mal, was wir im Hotel vorhaben. Und er fährt wie der Teufel, genauso jemand brauchen wir für den Job. Okay, wenn's sein muss. Aber trotzdem, irgendwie gefällt mir die Sache nicht. Aha, also das Lösen von, kann ich nicht, Lösen von zwischenfamiliären Problemen. Hey Joe, sag mal, was ist denn das für ein Job? Einer, bei dem du nicht alles wissen musst. Du fährst uns nur hin und zurück, kapisch? Oh, okay, aber wenn's nötig wird, ich hab meine Knarre immer dabei. Dann sagt der Billy the Kid, die brauchen wir nicht. Gehen wir.
Was? Nicht mit... Wir nehmen meinen Wagen. Okay, ich fahre. Ich dachte, der Grünschnabel soll fahren. Und der Grünschnabel sitzt vorne? Wo ist er? Ach da. Aber fahren nicht gleich zu Schrott. Das ist unser Fluchtwagen. Außerdem vertragen sich Sprengstoff und Verkehrsunfälle nicht besonders gut. Sprengstoff? Ja, für ein kleines Feuerwerk. Aber vergiss es wieder. Wir müssen zum Empire Arms Hotel. Park in der Tiefgarage. Nimm den Hintereingang. Boah, der hat so schlechte Reifen, ey. Der hat ja nicht mal richtig Grip auf der Straße. Der. Was zum Teufel soll das, Vito? Wenn das Ding losgeht, sind wir Konfetti. Aber der Wagen von dem Passanten sah auch schon. Jetzt sagt schon, Jungs. Was läuft in dem Hotel da, hä? Rückt raus mit der Sprache. Das willst du gut schreiben? Ich hab dir gesagt, was du wissen musst. Hey, ich bin nur neugierig. Diese ganze Geheimniskrämerei. Marty, diese Geheimniskrämerei ist wichtig. Je weniger du weißt, desto besser für dich. Wenn du uns weiter Löcher in den Bauch fragst, sehe ich mich in Zukunft nach einem anderen Fahrer um. Ja, schon gut, keine Fragen mehr. Geht klar, ich hab verstanden. Pimpen war erstmal das Baby auf hier. Ihr wollt das Hotel in die Luft jagen, stimmt? Marty! Okay, entschuldige. Noch ein Wort von dir. Entschuldige, kein Sterbenswörtchen mehr. Muss es eher Auswahl, mein Freund. 30, 155. Oh, die sehen noch. Motortune. Farben brauchen wir nicht, Kennzeichen. Okay. Das war's schon. Vielen Dank, Kumpel. Danke für den Besuch. Das finde ich immer so richtig scheiße. Weißt du, Joe hat auch Fettkohle, aber. Aber der tunt einfach nicht seine Wagen, ja. Jetzt hier, guck mal, jetzt hat er schön viel Grip, ja. So, komm auch mal in die Kurven. Nimm den Fuß vom Gas, du Arsch! Was ist? Fahren wir halt ein bisschen langsamer. Hey, du bist gerade bei Rot rüber. Meine Güte. Immer diese Kleinscheißerei. Das ist das Hotel. Hinten ist deine Garage. Eine extra Runde. Park da und lass alle knarren. Nicht, dass du uns Clementis Leute fällst und wir auffliegen. Ist das unser Wagen? Okay, Vito und ich gehen da rein und ziehen unsere Sache durch. Du wartest hier auf uns. Wenn du eine Explosion hörst, startest du den Wagen. Dann müssen wir abschwören, und zwar pronto. Und steck die Kanone weg, du Idiot, die brauchst du nicht. Außer man verfolgt uns, aber das glaube ich nicht. Klar, alles klar, Joe. Clementi hat das ganze 18. Stockwerk gemietet, das dritte von oben. Da gibt's Suiten und Konferenzräume und außerdem jede Menge Gorillas. Und wie kommen wir darauf? Hintenrum durch die Wäscherei. Wäscherei? Meine Unterhose ist sauber. Sehr witzig. Das Treffen hat noch nicht begonnen. Wir schnappen uns ein paar Putzklamotten vom Reinigungstrupp und dann machen wir da oben mal richtig sauber. Klingt gut. Du hast dir ja echt was einfallen lassen. Werd ja nicht frech. Da drin müsste einer vom Hotel mit den Klamotten auf uns warten. Sehen wir mal nach. Und dass du mir keinen Tanz aufführst, bis Clementi eintrifft. Keine Dummheiten. Halt den Ball flach, kapiert? Sprichst du mit dir selbst? Du bleibst hier. Ah, nie darf ich mit. Hm.
Ach, scheiße, abgeschlossen. Dieser Idiot sollte sie doch für uns auflassen. Ach, jetzt müssen wir warten, bis dieser Arsch auftaucht. Scheiße. Gibt's nicht noch einen anderen Weg da rein? Hey. Ja? Hast du Ting Lao gesehen? Ja. Wo ist er? Wie geht's da wohl rein? Nope. Ja. Tut mir leid, ich hab's nicht früher geschafft. Noch eine Minute, du hättest dich zu deiner eigenen Beerdigung verspätet. Es tut mir leid. Was soll's? Verschwinden wir von hier. Siehst du, läuft doch alles wie am Schnürchen. Komm, jetzt schnappen wir uns die Overalls. Dann waren wir schon richtig hier. Dum, dum, dum. Vito, Moment. Oh, blau. Kleb dir das Ding an. Das steht uns ja ungemein. Willst du mich verarschen? So erkennt uns keiner wieder. Los, tu es einfach. Na toll. Legen wir los. Ja. Los, hey, ihr zwei. Dann. Hier rüber. Wischt die Schweinerei weg, ihr Idioten! Macht die Schweinerei weg, sonst bricht sich noch jemand den Hals! Na los, Bewegung! Hey, ihr beiden, da oben wartet noch eine Menge Arbeit auf euch. Na, macht schon! Hey, Richie, komm mit! Schwein gehabt, das war Henry. Ja. Okay, verschwinden wir, bevor er zurückkommt. Schön mit Eimerchen. Da geht's. Ich hab Henry lange nicht gesehen. Er ist immer noch der Alte. Stimmt. Ich hoffe, er kommt nicht zurück, bevor wir fertig sind. Henry ist ein guter Kerl. Auch wenn er für Clementi arbeitet. Ja, wenn doch. Daran darfst du nicht mal denken. Ich komme mir bescheuert vor mit dem Schnauzer. Ach ja? Und was machen wir, wenn wir einen treffen, der uns kennt? So erkennt uns keiner. Das hoffe ich schwer. Da sind wir. Wurde auch Zeit. Wo zum Teufel habt ihr gesteckt? So. Im Konferenzraum wurde was verschüttet. Und keine Fragen, was das ist oder wie es dorthin gekommen ist. Wischt es einfach weg. Hier findet gleich ein wichtiges Treffen statt. Und der Boss wird stinksauer, wenn nicht alles blitzblank ist. Ich gebe euch kostenlos einen guten Rat. Wischt alles blitzblank und verpisst euch dann wieder. Die zwei sind hier, um die Unordnung zu beseitigen. Die Unordnung? Ah, die Unordnung. Na dann kommt mit, ihr zwei. Ich finde ja auch die Bewegung richtig krass. Einer der Jungs, die vorhin hier waren. Er ist gestolpert und hingefallen. Der Arme ist mit dem Kopf aufgeschlagen, ungefähr 5-6 Mal. Und jetzt ist alles voller Blut. Und bald soll die Konferenz beginnen. Also Jungs, wischt diese Sauerei auf. Und zwar flott. Verfluchte Wichser. Immer mit der Ruhe. Gleich sind wir sie los. Ja, hilf mir mal. Scheiße. Na Mensch. Verdammt. Der Gelbe. Plus zu Plus. Der Rote zu Minuspol. Oh Mann. Ist das vielleicht eine Fummelei? Perfekt. Okay, den kniffligsten Teil haben wir schon mal. Ja. Hier drüben. Wisch das auch weg. Chim Chimini. Tja.
So einfach geht das. Die benutzen bestimmt Vanish. Ah, ihr seid fertig. Power Plus. Dann verschwindet jetzt. Okay, Folge jetzt aufs Dach. Ich habe die Zaubermünze, die erfüllt mir jeden Wunsch. Ehrlich? Ja, aber klappt nicht immer. Wieso, Barkeeper? Glaubst du, ich habe mit dir... Das ist Clementi. Wir könnten ihn sofort umlegen, wenn wir eine Knarre hätten. Ja klar, und in 2 Sekunden wären wir tot. Immer mit der Ruhe und halt dich an den Plan. Oh, nicht Treppen steigen. Verdammt. So viel Sport ist nicht mein Ding. Warum haben die hier so viele Scheißstufen? Vito, warte mal. Ich hab was vergessen. Hier. Für dich. Falls was schief läuft. Sehr hübsch. Das ist was Besonderes. 1911er Colt mit modifizierten Magazin. Hast du das Ding her? 23 Schuss. Kugelhagel ist gar kein Ausdruck. Verlier sie nicht. Davon gibt's nur 2 auf der ganzen Welt. Danke. Schon gut. Los jetzt. Zur Fensterputzerplattform. Ihr Vollidioten! Habt ihr ein Problem? Was gibt's denn da zu glotzen? Macht einen Abgang, sonst komme ich runter. Scheiße. Und gebe euch was aufs Maul! Clementis Männer! Schnell! Wir müssen hier weg. Oh, das wird ein ganz grüner. Den musst du dir anschauen.